Hallo, hier ist Jan und willkommen zurück zu Let's Play God of War 2. Beim letzten Mal haben wir hier aufgehört und ich meine, wir sollten hier und wollten hier dieses nette Schlüsselchen betätigen. Ah, den Witterschlüssel. Ich habe eben Wunderschlüssel gelesen, aber gut, damit öffnen wir diese Tür. Dann öffnen wir sie und schieben sie mal kurz nach oben. Tut mir leid, dass in der letzten Woche am Ende ein bisschen was an Uploads gehakt hat, aber ich hatte ein bisschen viel zwischenmenschlich zu tun. Und Moment, darf ich die noch holen? Ich glaube, das Ding fährt erst los, wenn ich loslaufe, ne? Aber gut, jetzt sollte es eigentlich wieder im regulierten Zustand weitergehen. Und schaut mal, dieses Stachelding hinter uns müsste gleich losfahren. Gleichzeitig sehen wir ein bisschen Blut, ne? Das ist doch ganz interessant. Und genau, ihr seht schon, von vorne kommt auch was und vor uns sind auch noch Gegner. Das sind irgendwelche Selbstmord-Karambolagenviecher und... Ihr mich nicht empfangen? Na, von mir aus. Auf jeden Fall einiges an Gegnern, was wir machen müssen, ist hier ganz schnell durchkommen. Gleichzeitig mussten wir hier, meine ich... Wow, Moment, ich muss die doch nicht nur alle töten. Ich musste doch das Ding da eigentlich weiterschießen, oder? Moment, liege ich da jetzt daneben? Oder musste ich die Gegner dagegen feuern? War das so? Moment. Moment, muss ich euch nehmen und dort oben gegenwerfen? War das so? Kommt mal her, knall mal dagegen. Nee, auch nicht. Ich habe eigentlich gedacht, ich muss euch dagegen werfen, aber irgendwie liege ich scheinbar daneben. Kaputt hauen kann ich das offensichtlich nicht. Energie habe ich auch nicht zum Aufbau. Naja, schauen wir mal, was passiert. Ich kann noch ein bisschen von meinem Erdbeben raushauen. Ich töte einfach alles. Bams. Na, noch jemand? Ja, kommt her. Kommt her. Bams. Na, ihr könnt doch alle sterben. Na, von der anderen Seite kommt nämlich auch dieses Stachelteil. Und das sollte uns vorzugsweise nicht... da kommt es schon. Ich meine, das hier ist schon die letzte Ladung, oder? Na also, das war ja mal gar nicht schwer. Ich habe eigentlich gedacht, ich müsste die Gegner da vorwerfen oder so, aber nö. Okay, habe ich auch kein Problem mit. Übrigens, die Abstimmung, ich denke mal, ich habe ich habe auch ein Infovideo dazu gepostet, ist inzwischen vorbei. Und das Spiel, was dieses hier ersetzen wird, ist tatsächlich God of War 2. Bin ich bescheuert. Das Spiel, was das hier ersetzen wird, ist Uncharted. Und ich freue mich eigentlich ziemlich drauf, weil dadurch kann ich wieder mal eine neue Spielserie anfangen. Davon gab es ja dieses Jahr einige. Und ja, es wird bestimmt ganz unterhaltsam. Also ich gebe mir zumindest Mühe, das Spiel unterhaltsam zu gestalten, aber das werden wir dann wohl sehen. Du weißt nicht, was du tust. Doch. Es gibt viel wichtigere Dinge als deine Rache. Zum Beispiel. Nenn mir eine. Zeus hat getan, Vergeltung. Ist ja eigentlich dasselbe. Kann ich dir einen reinhauen? Komm, verschwinde, Athene. Du kriegst hier noch ein paar. Komm. Geh dir nicht kaputt. Das wackelt nämlich die ganze Zeit so. Komm schon. Kann ich hier rausziehen? Kann ich dich rausziehen? Zeus, der König der Götter. Poseidon, Gott der Meere. Helios. Ja, Helios, den treffen wir hier leider nicht. Aber ich meine, dass es in dem PSP, der in Chain of Olympus, hatte man ein bisschen mit ihm zu tun. Das war ganz interessant. Der gefallene Gott des Krieges, Ares. Ja, und wo sollen wir nun lang gehen, ha? Gut, dass ich noch geguckt habe. Eigentlich wollte ich schon weitergehen. Mensch. Noch eine Phönix wieder. Eine noch, dann erhöhen wir nochmal die Magie. Das wäre ziemlich geil. Schauen wir mal. 8400 Orbs übrigens. Dafür reicht es nicht. Dafür reicht es auch nicht. Ich frage mich nur wirklich, ob sich diese Investition lohnt, weil ich das eigentlich... Wobei, ich glaube, das lohnt sich nicht mehr, weil im Moment setze ich eigentlich nur ein Atlas B ein. Deswegen denke ich, sparen wir uns das. Wenn ich nicht genug Punkte habe, bis ich diese Session beende, dann werde ich euch wahrscheinlich... Oder besser gesagt, wenn ich sie nicht ausgegeben habe, werde ich euch entscheiden lassen. Und wenn doch, na, dann werden wir sehen, wofür ich mich entscheide. Aber gut, sind wir wieder hier in der Nähe. Und gut, da vorne ist der Save Point. Oh, wie effizient. Sowas sage ich ja sonst nur in Final Fantasy. Aber ich meine, dass wir hier ein bisschen mit Wind-Action arbeiten müssen und ich weiß gerade nicht, ob ich mich da hätte fallen lassen können. Das will ich eigentlich mal kurz schauen. Darf ich? Es sieht eigentlich so aus, als ob ich hier sterbe, aber ich riskiere es. Alles klar. Ja, sorry Leute, ich konnte das nicht sehen. Das hasse ich manchmal. Manchmal ist die Kamera so richtig scheiße. Und Moment. Gut, Truhe ist geholt. Alles klar. Ja, manchmal muss man sich eben töten, nur um zu sehen, ob man irgendwo was vergessen hat. Aber gut, damit muss man halt leider leben. So, das heißt, wir gehen hier. Gechillt. Ich habe vergessen, dass man hier nicht so dashen kann. In God of War 3 geht das ja. Da ich übrigens gerade God of War 3 erwähnt habe, ich weiß nicht, wann ich das Let's Play, aber es ist definitiv auf meiner Liste von Spielen, die ich machen möchte. Also God of War 3 wird definitiv kommen. Ob die Spin-Offs kommen, weiß ich nicht. Also, ich weiß es nicht, weil zum Beispiel Ascension habe ich halt immer noch nicht gespielt. Ich kann dazu noch nichts sagen. Chain of Olympus ist aber eigentlich ein... Ach, ich muss hier nicht speichern. Aber Chain of Olympus ist ein Teil, den ich eigentlich ganz gerne zeigen würde, weil der hat mir ziemlich Spaß gemacht. Und ja, die anderen beiden, mal sehen, aber mal sehen. So, schauen wir mal. Kann ich hier an die Kette ran, ne? Yeah. Okay, habe ich auch kein Problem mit.
Ich frage mich nur, ob da oben noch was gewesen ist. Ich hoffe nicht. Aber wie gesagt, eine Phönixfeder sollte jetzt nur noch fehlen. Ich hoffe, die kriege ich noch. Ah, genau. Schaut mal, wir ziehen auf der Seite. Kommt da Feuer raus. Ziehen wir auf der Seite, müsste auf der anderen Seite Feuer rauskommen. Nicht wahr? Ganz genau, merken wir uns das mal. Ich denke mal, das könnte noch ziemlich wichtig werden. Aber nichts, was ich jetzt gerade machen muss. Sondern wollen wir weiter. Okay. Na, dann kommt mal her. Genau. Ich weiß schon wieder, wie das funktioniert. Ich weiß es schon. Dieses dumme Vieh versucht sich natürlich mit uns zu messen. Und ich muss mal ein bisschen mehr mit dem Block-Button arbeiten, wenn ich doch schon sowas Geiles zum Blocken habe, nicht wahr? Warum spiele ich nicht gleich so? Ich glaube, das macht mir das Gameplay eigentlich immens leichter. So, auf jeden Fall, was wir machen müssen, ist, denke ich mal, ziemlich offensichtlich. Wir hauen dieses Ding fast tot. Und sobald das eingetreten ist, werden wir einfach mal diese Feuerkacke da aktivieren. Was so ähnlich ist wie die Opfergabe im ersten Teil, aber halt doch ein bisschen, ja, anspruchsvoller, denke ich mal. Dann schieben wir nicht mehr darüber. So, das müsste eventuell klappen. Schauen wir mal. Wenn Kratos sich da mal weit. Danke. Reicht das schon oder willst du mehr? Ah, Blutlevel ist noch nicht voll. Bloody Eye. Nee, das war in Cowboy Bebop. Ja, manchmal. Ja, manchmal, wenn ich denke, ihr wisst vielleicht nicht, wo meine Anspielungen herkommen, dann sage ich es euch. Aber manchmal lasse ich euch auch im Dunkeln tappen, nicht im Dummen. So. Ah, komm her. Ja, inzwischen bin ich aber mit den Blocken wieder besser. Na also, ich denke mal, das ist... Oh, doch, das ist richtig. Ich dachte eben, ich töte mich gerade selber, aber das wäre ja unlogisch. So, na also. Blattlevel steigt noch mehr, aber immer noch nicht hoch genug. Hm, komm, ich hau mal ein bisschen Atlas Beben raus. Wofür kriege ich denn sonst gerade die ganze Zeit die Magie? Hauptsache, du stirbst davon nicht. Na, tust du nicht gut. Hallo, kannst du bitte nur angreifen, wenn ich blocke? Ja, so ungefähr. Hm, sauber. Alles klar. Hm. Übrigens, es tut mir leid, wenn ihr hin und wieder meine Kloppgeräusche von das war unfair. Aber wie gesagt, es tut mir leid, wenn ihr hin und wieder meine Kloppgeräusche hört. Das habe ich ja in God of War 1 schon gesagt, aber ich positioniere meinen Controller quasi unter dem Mikrofon beim Spielen, weil das so für mich am angenehmsten ist. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Wenn doch, dann sagt es mir. Vielleicht synchronisiere ich meine Folgen dann wieder nach. Wäre eigentlich gar nicht so schwer, es ist nur mehr Arbeit. Aber ich glaube in God of War, es könnte vielleicht... Ne, ich glaube, ich könnte es sogar authentisch rüberbringen. Das habe ich ja auch in anderen Projekten geschafft. Zum Beispiel in einzelnen Okami-Folgen oder... Ne, in Final Fantasy 13 war tatsächlich, glaube ich, nichts nachsynchronisiert. Aber in Metal Gear 3, da war zum Beispiel der Wolgenkampf nachsynchronisiert. Aber das habe ich, glaube ich, irgendwo auch mal gesagt. Oh, ja, wir können hier schwimmen und das müssen wir auch gleich. Aber bevor wir das machen, wollte ich mir eigentlich die Truhe holen, Kratos. Du bist noch nicht in den See der Jungfrauen eintauchen. Oh, das ist gemein, wenn ich sowas sage, oder? Naja, vielleicht sind sie auch keine Jungfrauen mehr. Oder vielleicht auch Frauen der Regel. Ey, es tut mir leid, wenn irgendeine Frau hier tatsächlich zuschaut, was ich bezweifle bei diesem Spiel, dann nehmt das bitte nicht so ernst. Ich bin einfach nur ein dummer Kerl, der sich über jegliche Kleinigkeit gerne mal lustig macht. Keine Sorge, ich ziehe mich eigentlich auch selber in den Dreck. Ich meine, in letzter Zeit nicht mehr zu oft, aber dafür spiele ich dafür in, ja, God of War ziemlich plump, ne? Oh. Na, schon wieder. So. Hätte ja gedacht, eigentlich wollte ich voll so in die Stacheln reindaschen, aber es hätte tödlich enden können. Die Orbs hier will ich nur mitnehmen. So. Männchen, ganz vorsichtig. Nein, nicht Männchen, sondern Momentchen. Da ist nichts. Gut. Ah, da ist noch was. Orbs sind immer gut. Bam. Und inzwischen stelle ich mich scheinbar wieder besser an. Aber ich habe ja auch gesagt, mit der Zeit wird God of War 2 leichter. Erst recht, weil wir jetzt dieses Block-Item haben, weil wir Atlas Beben haben. Und damit denke ich, kann ich mich in nächster Zeit besser beweisen. Aber wir werden mal sehen. So, sind wir wieder ausgetaucht. Hm, wir haben noch ordentlich Zeit. Oh Moment, ich weiß, hier vorne sind Thronen. Das weiß ich. Ja, da habe ich mal mitgedacht. Immer die. Massig an Orbs. Alter Schwede. Hm. Das war eine richtige Orbsbombe. War fast so viel wie die Übertruhe damals. Gefällt mir aber sehr. Und hier dieses Rätsel. Ich erinnere mich noch sehr daran. Denn das ist eines, was mir beim ersten Mal spielen ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet hat. Weil ich, warum auch immer, dieses simple Rätsel eine Weile gebraucht habe, um das zu lösen. Es ist wirklich nicht schwer eigentlich. Es ist nur irgendwie blöd gemacht. Ich weiß, es gefällt mir überhaupt nicht. Denn ihr seht schon, hier ist Eis. Und dieses Eis können wir nicht kaputt hauen. Wir können nicht mit Atlas Beben draufhauen oder irgendwas. Wir müssen was mit diesem Vogel tun. Und dieser ist im Moment noch eingefroren. Und wir können zwar hier vorne einen Hebelschirm bedienen. Das Einzige, was dieser aber macht, wie ihr schon sehen könnt, ist, dass der Vogel Feuer speit.
Gäbe es nur eine Möglichkeit, diesen Vogel in die andere Richtung zu drehen, ha? Aber schauen wir mal, was sich hinter Tür Nummer 1 erstmal befindet, ha? Ein Spiegelchen. Dieser Spiegelchen reflektiert das Licht, was von oben kommt. Und da habe ich wirklich eine Weile gebraucht, das irgendwie richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, was ich da angestellt habe. Aber auf jeden Fall gehört das Ding irgendwo anders hin. Aber das ist jetzt gerade nicht relevant. Denn was wir nämlich noch machen müssen, das habe ich nämlich hier lange nicht gesehen, dass man hier einfach an die Decke kann und dann diese Eiszapfen hier kaputt haut. Bams, dadurch kommt nämlich Licht runter und dadurch können wir das reflektieren. Und warum auch immer habe ich mich da so blöd angestellt, weil ich scheinbar nicht alle von diesen Dingern aufgekloppt habe beim ersten Mal spielen. Beziehungsweise habe ich sie nicht sofort alle abgekloppt. Lass mal schauen, da vorne ist noch... Ich glaube, es sind nicht alle relevant, aber ich mache es trotzdem, weil sie halt auch Orbs bringen. Bams, sauber, sauber. Und darum ist das jetzt. Aber ich weiß, es ist ein interessantes Rätsel, sag ich mal. Es ist zumindest eine Überlegung wert, aber die Rätsel in God of War 3 gefallen mir mehr. Da gibt es zum Beispiel, das habe ich ja schon so oft angesprochen, dieses Rätsel mit der Perspektive. Das ist so geil, ich liebe es. Oder auch in verschiedenen, ich sag mal nur Kammern. Wer das Spiel kennt, wird wahrscheinlich denken, ja, wissen, was ich meine. Wer es nicht kennt, der kann sich halt darauf freuen. Aber übrigens, ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch God of War 3 mache. Ich weiß es aber nicht. Ich meine, es ist auch immer eine Sache, das vorher zu planen. Und in God of War 3 will ich halt wirklich, wirklich, wirklich viel holen. Beziehungsweise alles, was ich eigentlich in einem Durchlauf machen kann. Und ja, das ist halt auch ein Grund dazu. So, komm her, komm. Ah, haust du? Nein. Weil die Kamera ist gerade ein bisschen blöd positioniert. Weil, ja, ich sehe ja nicht, wann du zuschlägst. Komm her. Böhm. Hast du davon, du scheiß Ochsenweh. Na also, dankeschön. Und noch ein paar Orbs. Ihr seht schon, der Durchgang hier ist auch völlig umsonst. Aber, naja, nicht völlig umsonst, weil Orbs sind immer gut. Aber hier vorne zum Beispiel, ich meine, der Griff ist ja da, nur können wir hier nichts machen. Ne? Das ist irgendwie auch unlogisch. Bisschen. Ja, ein bisschen unlogisch ist es schon. Hier vorne können wir übrigens diese Dinge hier drehen, aber das ist im Moment noch nicht relevant. Das machen wir später. Ich glaube, damit beenden wir die Dungeon. Ziehen wir das Ding mal rüber. Ich glaube, da drüben können wir irgendwo nochmal was an Licht reflektieren. Bin mir gerade auch nicht sicher. Nein, hier nicht. Ziehen wir noch ein bisschen weiter. Puh, nicht wollte Rolling singen, aber das wäre falsch. So. Gut, vielleicht lag ich auch da. Doch. Der hier müsste reflektierbar sein, oder? Oder nicht? Schauen wir mal. Okay, der bringt mir aber nichts. Gut, lasse ich das Ding mal erstmal liegen. Und ich weiß auch, ich musste noch was mit dem Vogel machen. Lass mich mal kurz überlegen. Das Licht knallt ja hier drüben auch rein. Musste ich das nicht auch reflektieren? Kann das gewesen sein? Ich glaube schon. Ich muss mal schauen. Ja, Moment, machen wir das mal. Dann müsste das so aussehen, dass ich diese Dinger hier dort drüben alle sammle, wo die Sonne so reinknallt. Das wäre dieser hier. Richtig? Richtig, ich glaube schon. Muss ich halt sehen, wie viele ich da drehen muss. Ah, Mensch. Das ist halt so die Kacke. Ja, da wäre der. Das heißt, noch, nein, Kratos, noch ein bisschen. So, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Jetzt ist der Spiegel dort. Das heißt, noch zwei weiter drehen. Gut, schauen wir mal erstmal, ob ich da richtig liege, ob ich da falsch liege. Ich würde eigentlich dieses Rätsel gerne noch in dieser Episode klären. Aber wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Dann machen wir es beim nächsten Mal. So, das waren zwei. Hier auch nochmal zwei. Gut, dass man sich hier an diesen Zeichen noch orientieren kann. Ich denke mal, dafür ist das gedacht, weil man eben nicht alles überblicken kann in dieser Situation. Oder war das doch hier? Ich weiß nicht mehr, ob das auf dieser oder der anderen Seite war. Ich glaube, man musste das hier anbringen. Könnte da aber falsch liegen. Und hier ist auch irgendwas falsch oder es liegt an der Optik. Moment, das war... Habe ich oben was vergessen? Kann das sein? Habe ich... Oder Moment. Moment. Ich kann ja den Spiegel da noch rüberdrehen. Mensch. Ja, ich hasse es. Von mir selber, wenn ich bei irgendeinem Rätsel kurz hänge, weil dieses hier, wie gesagt, das hat mir beim ersten Mal auch ein bisschen Probleme gemacht. Ich war hier bestimmt eine halbe Stunde in dem Raum oder so, meine Fresse. Also das ist wahrscheinlich das Rätsel, was mich am meisten gefordert hat von so ziemlich allem, was bis jetzt hier vorkam. Ja, und das geht nicht, aber hier vorne, das müsste doch gehen, oder? Das hier. Hier, das müsste mir doch das Ding nach links... Auch nicht. Ah, hier aber. Gut. Das strahlt hier aber direkt hin. Das sehe ich. So, komm schon. Na? Hallo? Geht das nicht? Willst du mich verarschen? Hier ist doch genau Licht. Was? Du willst mich doch verarschen. Boah, ich verbrenne. Gut, dann eben nicht. In welche Richtung muss ich das denn drehen? Weil hier kann ich ja auch nichts machen.
Ah, nein, sonst haben wir heute Überlänge. Ist mir egal. Gehen wir mal nochmal hoch. Habe ich oben irgendwas vergessen? Schauen wir mal. Kann ja eigentlich nur sein, dass ich oben was vergessen habe, oder? Sonst muss ich einfach weiter gucken, wo ich das Teil hindrehen musste. Ah, Moment. Ich habe noch eine Idee. Wo ist hier... Ist hier unten... Da. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Genau, wegen der Scheißkamera. Wir müssen das Ding hier nach unten drehen und dadurch kann ich, glaube ich, den Vogel freimachen. Und dann kann ich den Vogel drehen. Und dann habe ich eigentlich das größte Ding schon erledigt, ne? Sauber. Ah, ich wusste doch, dass ich den Spiegel genau da positionieren musste. Ich wusste es. Ich habe es gewusst. So, ich glaube, das war dann aber eigentlich auch schon das ganze Rätsel. Anscheinend. So, aber bevor wir gehen, werden wir natürlich alle einzelnen Sachen hier nochmal freimachen. So, fangen wir mal ganz links an. Gut, das haben wir. Dann fangen wir dort an. Schauen wir mal. Ach, was mache ich denn? Ist doch hier unten. Vögelchen, spuck mal Feuer. Ach. Ja, ich mache alle einzeln. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, eine Truhe. Komm schon, bitte eine Phönixfeder. Ich würde feiern. Geil! Ich habe eine Phönixfeder bekommen. Ist es jetzt auf dem Maximum oder noch nicht? Habe ich es tatsächlich geschafft? Nee, oder? Habe ich es geschafft? Moment. Habe ich es? Ich habe es noch bekommen. Alter, wie geil. Ich bin cool. Ich bin God of War, Alter. Ich bin der Mann. Geiler Scheiß. Ich habe eigentlich nicht mehr mit gerechnet, aber geil. Geil. Und Moment, kannst du dich mal weiterdrehen, du Scheißvogel? Doch, eigentlich müsste der Vogel... Moment. Ist das Rätsel einfach noch nicht beendet? Lass mich mal überlegen, wie kriege ich den dann dazu, dass er da drüben noch Feuer spuckt? Da war doch auch noch irgendwie was. Das hat aber nicht mit diesem Spiegel hier zu tun, oder? Ja, ich will den Stab nicht nehmen, Kratos. Lass mich mal überlegen. Jetzt bin ich gerade so gehypt, weil ich das hier noch geschafft habe. In die andere Richtung kann ich dich auch nicht drehen, ne? Ich glaube, das geht nicht. Und Feuer reflektieren geht ja auch nicht. Ah, hier ist noch was. Achso, ich kann nicht einfach rückwärts drehen. Ach, du bist ein Scheißvogel, weißt du das? Bist echt scheiße. Na gut, machen wir hier mal auf. Gut, ich glaube, wir haben heute ein bisschen was an extra Länge, aber ich will diesen Raum zumindest noch fertig clearen, bevor wir weitergehen. Das passt eigentlich besser. So, was haben wir hier? Noch eine Truhe. Alter, wie geil. Ich bin echt happy, dass ich wirklich noch alle gefunden habe. Da hier wir garantiert... Ja. Also, okay, nicht garantiert, aber ich schätze, in dem Raum wäre wahrscheinlich ein Gorgonauge gewesen. Hm? Ja, denke schon. Aber ist ja auch irrelevant jetzt, weil jetzt habe ich ja wirklich alles gefunden. Geil. Ich habe wirklich nicht mit gerechnet. Ich war deswegen wirklich sehr enttäuscht inmitten des Let's Plays, wo, wisst ihr noch, in, ich glaube, einer Folge, bevor wir die Flügel gekriegt haben von Icarus, in der Folge davor war ich richtig down, weil ich da langsam realisiert hatte, dass es nicht mehr klappt. Aber jetzt bin ich wieder voller Tatendrang. Jetzt bin ich wieder richtig motiviert. Aufgrund der Tatsache, dass ich doch alles gekriegt habe. Komm her, Big Boy. Jetzt kriegst du es richtig. Meine volle Power hier. Komm her. Hallo. Ja, okay. Wenn ich mitten in dem Angriff bin, kann ich nicht blocken. Komm, versuch das mal nochmal. Na, komm. Komm, willst du nicht? Ja, jetzt hast du es. Bäm. Na also. Und dann noch ein bisschen davon. Haha. Komm her. Und komm. Zum Abschluss frisst du noch meine Klinge. Yeah. Na also, ich liebe es, diesen Move zu machen. Was haben wir da drin eigentlich? Magie. Habe ich nicht benutzt, brauche ich nicht. So, dann würde ich mal sagen, öffnen wir uns den Durchgang und können dann beim nächsten Mal sehen, was sich hinter dieser Tür befindet. Ha? Aber wie weit sind wir noch von den Mäuren entfernt? Ha? Und was gibt es alles hier noch zu finden? Tja, findet es beim nächsten Mal in Let's Play God of War 2. Bis zum nächsten Mal, bis dahin und bis dahin. Wir haben den Stab weg.